auch nichts zu sagen. Bitte keine Predigt über Matrosen, das sind nur einsame deutsche Jungs und ich habe eine vaterländische Pflicht. Zum ehelichen Bunde zu reichen. Bitte? Wir heiraten. In 3 Wochen. In 3 Wochen. Ein bisschen mehr Respekt vor der zukünftigen Frau Schulz, wenn ich bitten darf. Ja, ja, Fräulein Schulz. Herr Schulz, Sie waren fabelhaft. Was hätte ich denn sonst tun sollen? So eine grandiose Lüge, nur um meinen Beruf zu schützen. Warum habe ich eigentlich in 3 Wochen gesagt? Warum nicht in 3 Monaten oder in 3 Jahren? Auf diese Weise wird sie die Wahrheit, es sei denn, 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 was? Sie sagten, es sei denn? Das ist ein heller Wahnsinn, da würde mich schon wollen. Ich arbeite 14 Stunden am Tag. Ich wasche selber meine Wäsche. Ich bin kein reicher Mann. Bin ich denn auf Rosen gebettet? Wovon reden wir hier eigentlich? Ich meine, wenn Sie wirklich die Absicht haben, darüber nachzudenken. Ich werde darüber nachdenken. Aber lassen Sie sich Zeit. Auf alle Fälle. Auch darüber werde ich nachdenken. Aber eins kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Sie haben guten Grund, sehr optimistisch zu sein. Und dann steht man da.
Ich habe sie! Ich muss das freudige Ereignis jemandem mitteilen. Ich muss das allen mitteilen! Es ist ein freudiges Ereignis! Ein freudiges Ereignis! Es ist ein freudiges Ereignis! Es ist ein freudiges Ereignis. Hallo! Ich habe eine Neuigkeit mitzuteilen! Fräulein Schnee! Was ist denn los? Ich habe ein freudiges Ereignis mitzuteilen. Fräulein Schneider und ich, wir heiraten. Wir heiraten? Ha, Mensch, das muss in der Luft liegen. Glauben Sie mir, niemals in meinem ganzen Leben hätte ich gedacht, wenn man so glücklich sein kann. Ich habe eine tolle Idee. Wenn Cliff aus Paris wiederkommt, dann machen wir eine Verlobungsfeier für euch. Eine Verlobungsfeier? Und wer will tanzen und wie viele? Ich mach das schon. Ich kenne massenhaft Leute. Das ist doch kindisch, so eine Feier. Das ist doch nur eine Verschwendung. Haben Sie denn schon mal Verlobung gefeiert? Natürlich nicht. Ich darf auch nicht. Und es ist doch höchste Zeit, also fangen wir an.